Willkommen zu einer neuen Folgenbesprechung von The Mandalorian. Schön, dass ihr alle da seid und vor allem freut es mich auch, dass mein letztes Video, also die Analyse zu der Schacht, so gut abging. Das bedeutet ja auch immer, dass viele, viele neue Leute dabei sind. Und übrigens, wenn ihr mehr Analysen sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann kann ich auch auf die Wünsche so ein bisschen eingehen. Schließlich habe ich ja jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil einfach weniger Kinofilme rauskommen. Aber heute soll es erstmal um die dritte Folge von The Mandalorian gehen. Die hieß auf Deutsch Der Fehler, auf Englisch The Sin. Und da muss ich sagen, ich finde es nicht ganz so gelungen übersetzt. The Sin ist natürlich die Sünde. Und es handelt sich auch einfach eher um eine Sünde, weil der Mandalorianer eher einen Kodex befolgt und eher auch religiöse Ansichten gewissermaßen hat. Deswegen finde ich Der Fehler nicht ganz so gelungen. Und wir haben übrigens auch zwei Sünden, die er eigentlich begeht. Also aus seiner Sicht. Zum einen bringt er natürlich Baby Yoda wieder dahin, wo er ihn eigentlich nicht hätte hinbringen sollen, also eigentlich laut seinem Auftrag natürlich schon, aber sein Gewissen sagt ihm manchmal so ein bisschen was anderes, das weiß er eigentlich auch. Und letzte Folge habe ich auch noch darüber philosophiert, wo bringt er Baby Yoda letztendlich hin? Bringt er ihn wirklich zurück zum Planeten, zu The Client, oder fliegt er doch woanders hin? Und ja, in der Folge haben wir nun rausbekommen, wo er ihn hinbringt, aber es gibt noch eine zweite Sünde, schließlich verstößt er gegen seinen Gildenkodex, indem er zum einen nachfragt, was mit Baby Yoda passiert. Und natürlich auch, weil er Baby Yoda wieder befreit. Ja, das soweit zum Titel. Und was wir auch noch in dieser Folge rauskriegen, ist, welches Geschlecht Baby Yoda hat. Aber dazu später mehr. Fangen wir ganz normal wieder beim Anfang an. Und da sehen wir die beiden noch im Raumschiff. Baby Yoda spielt da eben noch mit seinem kleinen Hebel. Also er holt diese kleine Kugel da runter. Und ja, das ist ein kleiner süßer Moment. Der hat aber auch noch eine Bedeutung in der Folge. Darauf kommen wir nämlich auch zweimal noch zurück. Und Mando hat sich letztendlich auch entschieden, was er mit Baby Yoda macht. Und deswegen fliegt er zurück zu dem Planeten von The Client und man sieht wirklich, wie besorgt Baby Yoda ist. Das habe ich ja auch schon in der letzten Folge gesagt. Jedes Mal, wenn er so ein bisschen sich unruhig fühlt oder besorgt ist, dann gehen seine Ohren nach unten. Das ist auch ein schönes Detail. Zum einen sorgt das für Mitgefühl, aber zum anderen sagt uns als Zuschauer das auch, wie Baby Yoda mit der jeweiligen Situation umgeht. Dann gehen sie jedenfalls die Straße weiter entlang und wir sehen da auch die verschiedensten Alienrassen und Javas und viele, viele anderen. Und als sie dann am Tor sind von The Client, sehen sie auch einen Torwächter-Druiden, der prüft, wer eigentlich da gerade an der Tür geklopft hat. Und den haben wir auch schon mal gesehen, nämlich in Star Wars Episode 6 in Jabbas Palast. Bei der Übergabe oder auf dem Weg dahin merkt man auch schon, dass irgendwie Mando sich da nicht ganz so wohl fühlt und auch da er sich nicht ganz sicher ist, ob das wirklich die richtige Entscheidung war, Baby Yoda jetzt abzugeben. Und jedenfalls trifft er sich dann mit The Client, setzt sich mit ihm hin und da kriegen wir auch die Informationen raus, die ich ja schon beim Titel genannt habe, nämlich, dass er da schon fast gegen seinen weiteren Kodex wieder sündigt und nachfragt, was mit Baby Yoda eigentlich passiert. Das merken wir später auch, was sie genau vorhaben, da gehe ich auch nochmal später drauf ein. Und er bekommt seine große Belohnung, nämlich 20 Einheiten Beskar-Stahl, was für Mando natürlich eine große Belohnung ist, weil es etwas Seltenes ist, was er da gerade bekommt und auch etwas extrem Wichtiges. Allerdings ist das so ein kleiner Schlag in die Magengrube, als The Client dann zu ihm sagt, ja, das ist nicht so schwierig gewesen, wie einen guten Mandalorianer zu finden. Anscheinend, ja, hat er genug von dem Beskar-Stahl und das ärgert natürlich Mando auch ein bisschen. Trotzdem nimmt er ihn an und geht damit auch direkt zur Schmiedin. Das ist ganz interessant, wenn er diesen Gang da entlang geht, da sehen wir wirklich, wie viele mandalorianische Kopfgeldjäger da auch wirklich gerade abhängen. Und das ist anscheinend ein wichtiger Treffpunkt für die. Da bekommen sie zum einen natürlich ihre wichtige Ausrüstung, ihre wichtigen Aufträge und verbringen dort ihre Zeit, wenn sie nicht gerade unterwegs sind im All, um neue, ja, Kopfgelder zu jagen. Ganz spannend ist dann auch, wenn Mando sich letztendlich zur Schmiedin hinsetzt und ihr das Beskar-Stahl überreicht, dann bereden die ja ziemlich schnell, dass er auf jeden Fall einen neuen Harnisch braucht und wir lernen, ich glaube, einen neuen Charakter auch kennen, nämlich diesen etwas, ja, breiteren Mandalorianer, der wahrscheinlich einer der ältesten ist, also in der Gegend jedenfalls und auch ein ziemlich wichtiger Mandalorianer zu sein scheint. Witzig ist, er wird im Original jedenfalls
gesprochen von Jon Favreau. Das ist der Regisseur eben von Iron Man 1, aber auch der Showrunner dieser Serie. Der findet es auch nicht so lustig, dass Mando eben derjenige ist, der das Beskar-Stahl bekommen hat. Und dann guckt der Stärkere sich das auch genauer an und sieht das imperiale Symbol da drauf. Und sagt dann auch gleich, das ist die Beute der großen Säuberung, also das, was wir in den Flashbacks teilweise sehen, also die Order 66 und die Klonkriege, das, was von deren Planeten auf Mandalore letztendlich gestohlen wurde. Deswegen findet er das nicht ganz ehrhaft, was es allerdings nicht unbedingt sein muss. Das ist nichts Ehrloses, sondern er holt sich letztendlich das zurück, was auch ihnen gehört. Daraufhin gibt es auch einen kleinen Kampf, weil der etwas breitere Feigling zu ihm sagt. Und da muss man wissen, Feigling ist für die Mandalorianer mit die schlimmste Beleidigung. Deswegen lässt sich Mando das natürlich nicht gefallen und die beiden zücken ihre Dolche und verletzen sich beinahe. Aber die Schmiedin greift ja nicht wirklich ein, aber sie spricht dazwischen, dass sie dann aufhören soll. Und wenn jemand sich für diesen Weg entscheidet, dann ist er ganz bestimmt kein Feigling. Das kann man ganz bestimmt über Mando jedenfalls nicht sagen. Und wahrscheinlich auch über keinen anderen Mandalorianer. Die Schmiedin fragt Mando dann auch direkt, woher die Beschädigungen seiner Ausrüstung stammen und erfährt dann, dass es von einem Schlammhorn kommt und möchte das dann auch als Symbol für seinen Harnisch benutzen. Allerdings gibt der Mandalorianer dann auch ganz offen zu, dass es eben nicht sein verdienter Sieg ist, sondern eigentlich der seines Feindes. Und mit Feind wissen wir natürlich auch, wer gemeint ist, nämlich Baby Yoda. Weil schließlich war das Zielobjekt von ihm und derjenige, der zurückgebracht werden musste. Also möchte er das nicht als Symbol haben, sondern die beiden beschließen, die Überschüsse für Zwitschervögel zu benutzen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was Zwitschervögel sind, das sind nämlich diese kleinen Raketen, die Mando bekommen hat. Da sieht man auch einen Schuss, wie er die eingesetzt bekommt und später in der Folge auch benutzt, wenn er sich so hinkniet und gegen die 4 Stormtrooper kämpfen muss und die alle Stormtrooper ausschaltet. Also es war also auch noch wichtig, dass er das so gemacht hat für diese Folge. Und zusätzlich möchte er das übrig gebliebene Beskar-Stahl an Findelkinder des Planeten Mandalore übergeben oder spenden, was auch wieder zeigt, was für ein ehrenhafter Typ eben Mando ist. Während des Schmiedeprozesses erleben wir auch wieder einen Flashback und da sehen wir genau das, was ich auch in der ersten Folgenbesprechung schon angedeutet habe, dass Droiden nämlich seinen Planeten angegriffen haben, also Mandalore. Und zwar handelt es sich dabei um B2 Superkampf-Droiden. Die sehen wir ja hier bei ein paar kurzen Einstellungen und jetzt wissen wir auch wirklich ganz genau, woher Mandos Abneigung gegen Droiden kommen. Also wenn Droiden seinen Heimatplaneten ja zerstört haben oder seine Familie mitgetötet haben, dann ist die Abneigung natürlich auch begründet und also wissen wir auch, warum er zum Beispiel in der ersten Folge nicht bei dem Droiden mit einsteigen wollte. Aber er wird auch hier in dieser Folge wieder dazu gezwungen, gewissermaßen mit den Droiden zusammenzuarbeiten. Schließlich sieht man ganz am Ende der Folge eine R5-Einheit, wie in der letzten Folge auch wieder, die eben den Wagen zieht, mit dem er so teilweise flüchtet oder so ein bisschen vorankommt. Also hier muss er auch wieder über seinen eigenen Schatten springen und eben mit seinem Feind gewissermaßen zusammenarbeiten. Außerdem bekommen wir auch noch Gewissheit, was eben mit seinen Eltern passiert ist, nämlich als die Luke geschlossen wird von seinen Eltern, dann gibt es eine Explosion draußen. Das heißt, seine Eltern werden definitiv umgekommen sein und er ist demnach auch ein Findelkind und jetzt macht das auch ein bisschen Sinn, warum er es den anderen Findelkindern übergeben möchte. Schließlich hätte er es auch gern gehabt oder wusste es wahrscheinlich auch zu schätzen, dass ihm damals als Findelkind wahrscheinlich jemand geholfen hat. Was wir allerdings noch nicht wissen ist, wer ihn dann zum Schluss da rausgeholt hat und wer ihm da drin geholfen hat, als nämlich die Droiden gekommen sind. Das wissen wir noch nicht. Ich denke mal, das bekommen wir dann in ein, zwei Folgen mit großer Wahrscheinlichkeit raus. In der nächsten Bar-Szene sehen wir dann seinen kompletten neuen Anzug. Er hat neue Armschiener, er hat Schulterteile, er hat einen komplett neuen Harnisch. Also er ist perfekt ausgerüstet und das glänzt so schön neu, dass das natürlich auffällt. Das sorgt ordentlich für Aufsehen. Das finden die anderen auch gar nicht so toll. Genauso wie in der Schmiede hätten die sich ehrlich gesagt auch den Beskar-Stahl gewünscht oder eben eine andere Belohnung und sind deswegen wahrscheinlich auch nicht so wirklich positiv ihm gegenüber gesonnen. Und dann setzt er sich zu Greef Karga. Da erfahren wir, dass wirklich alle in diesem Raum so ein Peilgerät hatten, mit dem die Baby Yoda aufspüren. Da frage ich mich auch gerade, wie funktioniert das? Spürt es
eine gewisse Machtfähigkeit, die über ein gewisses Level hinausgeht? Oder hat Baby Yoda vielleicht sowas injiziert bekommen oder hat ein Gerät unter der Haut, ein Chip, mit dem man ihn orten kann? Das weiß man noch nicht ganz genau, das erfährt man. Man erfährt später noch ein bisschen was anderes dazu in der Folge, aber so ganz wurde das noch nicht geklärt. Bin ich mal gespannt, ob es da noch eine Auflösung gibt. Und Mando bekommt einen neuen Auftrag, möchte dann mit seinem Schiff weiterfliegen und als er dann den Hebel in Gang setzen möchte oder sein Schiff in Gang setzen möchte, fällt ihm wieder auf, dass die kleine Kugel da noch fehlt. Die wurde noch nicht wieder rangeschraubt und das ist so der letzte Impuls für ihn. Ich habe eine Sünde begangen, ich habe Baby Yoda, obwohl er so mächtig ist, obwohl er so stark und vielleicht auch noch wichtig für die Galaxie ist, habe ich ihn einfach übergeben an The Client. Das war nicht die beste Entscheidung, also beschließt er wieder zurückzugehen und sieht traurigerweise im Müll liegend die ehemals fliegende Wiege von Baby Yoda. Das sorgt nochmal zusätzlich dafür, dass er ihn unbedingt zurückholen will, setzt sich aufs Dach und bekommt dann ein interessantes Gespräch mit. Da wird nämlich von The Client gesagt, extrahieren Sie das notwendige Material und dann erledigen Sie es. Mit S ist natürlich Baby Yoda gemeint. Bringen Sie die Sache schnell zu Ende, denn ich kann nicht mehr lange für Ihre Sicherheit garantieren. Mit der Sicherheit ist die Sicherheit von dem Doktor gemeint. Also auch der schwebt so ein bisschen in Gefahr, weil schließlich hat er sich mal dafür eingesetzt, dass Baby Yoda nicht getötet wird, sondern Leben zurückgebracht wird. Und mit dem Material fragt man sich noch ein bisschen, was ist mit dem Material gemeint? Was wollen sie aus Baby Yoda eben rausholen? Da kommt auch wieder die Frage mit dem Peilsender zurück. Ist das einfach nur ein Peilsender, der in ihm steckt? Aber was ist das Material? Sind das Midichlorianer? Ist das sein Blut? Brauchen sie etwas, um Baby Yoda zu klonen? Da weiß man noch nicht ganz genau, was damit gemeint ist. Ich hoffe, dass man das vielleicht am Ende der Staffel mitbekommt, aber das wird auf jeden Fall noch eine größere Rolle spielen. In bester Punisher-Manier geht dann Mando durch die Gänge und schaltet einen Stormtrooper nach dem anderen aus. Die Kämpfe sehen auch ziemlich gut aus. Da benutzt er auch seine ganzen kleinen Gimmicks, wie seinen Greifhaken, seinen Flammenwerfer mal wieder und er benutzt auch seine Zwitschervögel und er gelangt dann letztendlich zum Wissenschaftler oder zum Doktor, der bei Baby Yoda ist. Und da erfahren wir auch, welches Geschlecht Baby Yoda hat, denn er sagt, verletz ihn nicht oder töte ihn nicht. Also er sagt auf jeden Fall him im Original und auch ihn auf Deutsch, was er bedeuten würde, dass er männlich ist und nicht weiblich oder kein S, sondern wirklich ein männliches Yoda-Wesen ist. Also eine Frage, die sich wieder geklärt hat. Als Mando dann nach draußen kommt, kommen wir zum ziemlich coolen Endkampf. Und ich muss auch sagen, die Folge hat mir an sich auch super wieder gefallen. Jede Folge ist wieder so ein bisschen was anderes. Also die unterscheiden sich auch wirklich voneinander. So war die letzte Folge eher so ein kleiner Gladiatorenkampf. Und die ist so eine kleine Punisher-Action-Folge bei der Dunkelheit. Fand ich sehr schön inszeniert, als die ganzen Kopfgeldjäger hinter den Häusern langgerannt sind, sich versteckt haben, verschanzt haben und es letztendlich auf Mando abgesehen haben und vorher auch die ganzen Tracker-Systeme gleichzeitig angingen. Also es wurde ganz schön inszeniert und wir sehen unter den ganzen Alien-Rassen auch jemanden, also eine Alienrasse, die wir bisher in einem Star Wars Film erst einmal gesehen haben. Der wurde jedenfalls auch von Greef Karga hier in diesem Film engagiert, um jemanden zu finden, nämlich die Alienrasse von Darth Maul. Die haben wir eben erst bei Darth Maul gesehen und wurde hier nochmal aufgegriffen und ich hoffe, der Charakter taucht auch nochmal wieder auf, weil ich die Art ganz cool finde. Der könnte jedenfalls auch ganz interessant sein als Charakter. Mando muss sich dann auch erstmal verschanzen, weil es einfach eine Übermacht an Feinden ist und wird dann wieder gezwungen, mit einem Droiden zusammenarbeiten, wie schon gesagt, mit einer R5-Einheit. Kommt dann so ein bisschen voran, aber so richtig schafft das nicht. Dann gibt es so hier und da so ein paar coole Action-Momente und er wird dann letztendlich aus dieser auswegslosen Situation von seinen mandalorianischen, Freunde sind es nicht, aber Mitglieder, die helfen ihm und dann kommt er aus dieser ausweglosen Situation wieder raus, erreicht sein Schiff, aber da wartet dann doch noch Greef Karga auf ihn. Irgendwie war das auch ein bisschen, man hat es ein bisschen erwartet, dass man ihn nochmal sieht in der Folge. Und was ich aber ganz schön fand, als Mando es schafft, sich aus dieser Situation zu befreien und auf Greef Karga schießt,
schießt, wusste er natürlich ganz genau, dass er ihn nicht tötet. Schließlich wurde das auch schon angedeutet in der Folge, dass Greef Karga das Beskar-Stahl in seine Brust verstaut. Und dadurch wusste er natürlich, wo er treffsicher ist, hat darauf geschossen und konnte dann aus der Situation fliehen. Natürlich mit Baby Yoda. Und dann wird auch nochmal zum dritten Mal in der Folge dieser Hebel aufgegriffen, dass er diese Kugel nicht wieder zurückschraubt, sondern einfach Baby Yoda überlässt, weil schließlich kann er den Hebel ja trotzdem betätigen. Und die Reise geht dann auch weiter. Letztendlich hört die Folge genau da auf, wo eigentlich auch Folge 2 aufgehört hat. Allerdings mit dem großen Unterschied, dass jetzt alle Kopfgeldjäger hinter ihm her sind. Also eigentlich waren die sowieso schon hinter Baby Yoda her, aber diesmal haben sie es natürlich auch auf Mando abgesehen. Schließlich hat er eben diese Sünde begann und gewissermaßen auch ein bisschen seinen Clan hintergangen und jetzt sind die alle hinter ihm her. Also er muss sich jetzt eine große Verfolgungsjagd leisten und ich bin mal gespannt, wen wir vielleicht Neues in den nächsten Folgen kennenlernen, was genau in der nächsten Folge passiert. Und wir wissen ja auch, dass Baby Yoda immer noch diesen Peilsender drin hat. Also sie wissen auf jeden Fall, wo sie sind. Deswegen kann die nächste Folge auch wieder spannend werden. Ich glaube, ich habe alles Wichtige erstmal meinerseits zu der Folge gesagt. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ich was vergessen habe. Und wenn ihr Wünsche für die nächste Folge habt, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folgenbesprechung von Folge 4. Ich habe gesprochen.